Ich mach mal das hier rein. Und außerdem Morgenherzknochen. So. Dann Ascheholz rein. Achso. So. Magie wieder rein. Zack. Und außerdem Morgenherz. Ach, stimmt. Hä? Achso, ich habe alle rausgenommen. Was mir auch auffällt, die Asquin-Rüstung. Das habe ich ganz vergessen. Hose von Ask. Leinen, Loks und Asquin-Haut. Ich glaube, das kriegen wir hin. Moment. Nehme ich mal alles raus. Dann Loks-Fell war hier. So. Und was war das noch? Verdammt. Warum bin ich denn immer so Brain AFK? Ach ja, natürlich. Stoff. Oh, das könnte knapp werden. Vielleicht. Ich nehme mal alles mit. Und dann schleppen wir uns rüber. Da bin ich mal sehr gespannt, ob wir jetzt alles craften können. Ich wette, für zum Beispiel den Brustpanzer oder so brauchen wir noch ein paar Barren. Mal gucken. Nee. Brauchen wir nicht. Ich stelle alles einmal her. Ja, mit Upgraden wird knapp, ne? Mal gucken. Und die Kapuze. Zack. Und wenn ich das jetzt aufwerten will, ich mache einfach so weit, wie es geht. Brustpanzer. Sollte aber reichen, ne? Von den Ressourcen. Die Asquin-Haut reicht nicht, glaube ich. Oh, ich glaube, das wird knapp. Dann das hier aufwerten. Reicht es genau? Es reicht genau. Sehr gut. Zack. Und zack. Perfekt. Das haben wir schon mal. Dann kann ich den Rest wieder wegbringen. Die heute. Oh, haben wir nur noch 7 Stück. Oh Mann. Dann Stoffe hier rein. So. Ein Stack noch über. Und die Felle hier. So. Außerdem fehlt mir noch eine kleine Sache auf. Die mache ich auch mal eben. Aber das geht sehr fix. Keine Angst. Da mache ich mal kurz hier eine Trap. So. Und dann gehen wir mal kurz hier hoch. Weil wir haben hier heute und das ist sehr verwirrend. Deswegen nenne ich das... Ich gehe mal nach ganz unten. 1, 2, 3, 4, 5. Und das nenne ich Leder. Und Slash N. Bitte sag, dass es geklappt hat. Ja! Perfekt. Gut, alles klar, das war's schon. Und dann machen wir wieder dicht. Oh, könnte ein Stück runter. Ja, nee, wenn ich es noch ein Stück runter mache, ist es zu weit unten. So schon, okay. Weg damit. Und Holz rein. So. Hervorragend. Dann nehmen wir mal den ganzen Stuff. Stimmt, ich könnte schon anfangen. Ja, lass mal oben einrichten allmählich. Ich nehme mal Edelholz mit. So viel brauche ich gar nicht, ne? Ja, nachher fehlt uns was. Ich mache mal kurz mein Essen und die Tränke hier rein, damit wir mehr mitschleppen können. Und außerdem auch die obere Reihe frei haben. Und auch die drei Sachen packe ich kurz weg. So. Und so. Und dann gehe ich kurz... Halt, Bronzenägel fehlen auch noch. Bei Metallteile. Zack. Ich glaube, ich packe einen hier mal rein, damit die sich wieder richtig einsortieren. Und dann nehme ich diesen ganzen Stuff hier mit. Kriegen wir gar nicht alles mit, ne? Wir sind gleich überladen bestimmt. Nee, sind wir nicht. Sehr gut. So. Es wird gerade Nacht. Theoretisch könnten wir auf Asquin-Jagd gehen. Ja, könnten wir tatsächlich machen. Aber zuallererst, also hier ist Ask. Da ist Embla. Wie sortieren wir das? Erstmal kommt hier vorne ein Bogen drauf. Den Bogen bekommt Ask. Möbel. Nee, der war falsch. Der hier. Wenn ich mal so mache. Und ich mache einfach mal den Bogen drauf. Wie sieht das aus? Falsch rum. Um 180 Grad gedreht. Wenn ich den so mache, wie sieht das aus? Ja, ein Stück nach hinten noch. Also so und dann ein Stück nach vorne so. Damit man auch immer den auswählt. 7.
Ja, nee, der ist da drin. Das will ich nicht. Der soll schon irgendwie dann... Oh, Mann. So. Schon irgendwie so... Warte mal. Ich könnte hier gegenbauen. So. Ja, das finde ich besser. So. So. Und den... Warte, ich glaube, ich mache noch einen hoch. Und dann leicht nach vorne, damit man immer den auswählt. So. Ne? Dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man das da trifft, sondern man trifft immer den hier. Und wenn ich jetzt hier rauf mache, 7. Ja, sehr gut. Und hier oben können wir dann außerdem schon mal die Ask-Klamotte anbringen. Das. Das und die hier, ne? Hose von Ask, ja. Warte mal, wollen wir die mal anziehen? Gucken, wie das aussieht. Es ist gerade dunkel, ne? Ja, sehr gut. Man sieht gar nichts. Warte mal, ich gehe mal kurz nach unten. Weil mich würde schon interessieren, wie das Ding aussieht. Alter, warum ist es denn hier so übel dunkel? Gibt's doch nicht, dass hier erst Licht ist. Oh. Sieht aus wie Robin Hood. Interessant. So, aber alles klar. Dann würde ich sagen, die Rüstung bringen wir schon mal oben an. Und können dann auch direkt daneben die andere Rüstung anbringen. Und Embla? Will ich Embla herstellen? Nee, oder? Weil Embla tragen wir ja gerade. Ne? Warte mal. 6, 7, 8. Und die dicke Rüstung. Haben keinen Beinschienen. Was sind das für eine Platte da unter? Keine Ahnung. Da machen wir 6, 7, 8. Oh, mit den roten Augen, Alter. So wie bei Embla, ne? Bei der Embla-Kapuze. Sieht schon geil aus. So, ich ziehe meine Klamotte wieder an. Dann können wir hier, wo wir gerade beim Flammenkern sind, 5 und dann den. Allerdings 1, 2 hier dran. Und hier dran. 1, 2. So. Und dann die Schilde hier. 7. Und... Warte mal. Die Schilde müssen noch upgegradet werden. Ja. Die müssen wir noch upgraden. Weil die kann man nicht zu Elementardingens machen. Die muss ich nach unten bringen. Und dann die Armbrust kommt hier vor ihm. Natürlich. Das passt am besten. Oh, es ist gerade... Ja, ich wollte eigentlich nachts jetzt auf Askwin-Jagd gehen. Jetzt ist die Nacht schon so weit fortgeschritten. Ich lasse das mal. Und dass es hier so dunkel ist, nervt mich gerade enorm. Also gute Nacht. Guten Morgen. Und wir machen direkt weiter. So. Oh, da unten liegt wieder ganz schön viel Loot rum, wa? Hm. Ja, laggedy lag, weil er saved. 11,54 Sekunden. Wird tatsächlich immer weniger, was da los? Ich mach mal kurz die Lampe an. So. Oh. Schon edel. Na, wobei hier diese komischen Knochen da so aussehen, sieht schon ein bisschen... Keine Ahnung. Als ob man das so ein bisschen downgegradet hätte. Finde ich. So, die Armbrust. Da mache ich erstmal so, um zu gucken, wie sie überhaupt liegt. Also 6, dachte ich mir. Dann mache ich mal 5 und so. Die andere Armbrust hatte ich auch nach da gemacht. Gut, dann mache ich das mit der genauso. Nur machen wir wieder den gleichen Trick, ne? Wir gehen hier ran, machen da einen dran. Halt, so, weil es eine Armbrust ist. Und dann hier noch einen drauf. Und noch einen drauf. Und einen nach vorne verzogen. Und dann 6. Ist die im Holz? Ein bisschen, ne? Ich glaube, die kann ein Stück weiter nach rechts. Also, so zum Beispiel. Hm. Warte mal. Dann mache ich das nochmal. Nehme den hier weg. Und mache so und hier gegen.
So. Hier drauf. Hier drauf. Und nach vorne geschoben. Oh. Das sieht aber nicht so gut aus. Warte mal. Nochmal. Und den halt. Sorry für die Friemelei, aber ihr kennt mich. So muss das sein. Also 6. Ja, das sieht gut aus, ne? Hier berührt er nichts. Und hier nicht. Sehr gut. Ja. Hervorragend. Die Berserker-Äxte passen doch hervorragend zu ihm. Und außerdem zu ihm passt Nidhögg. Das große Schwert. Ja, das große Schwert kommt eigentlich zu ihm. Genauso wie der Speer, ne? Ne, warte mal. Dann mache ich die Schwerter zu ihm. Und Äxte und Speer zu ihm. Mehr haben die nicht? Also nur 2? Echt jetzt? Okay. Dann mache ich so und... So. Und hier auch. Hier und... Hier. So, und hier bei Embla haben wir... Da muss ich mal kurz durchgehen. Wir haben den Stab der Spaltung, Stab der Wildnis, Trollstaff und Dundere, ne? Den Blitzstab. Also 4, oder? 4 Stäbe gibt es. 4 neue. Oder habe ich einen vergessen? Ich glaube, es sind 4. Ich mache einfach mal. So. Hier. So. Und hier dran. Sehr gut. Und dann können wir den Stab der Spaltung zum Beispiel da schon dran machen. Kann ich gleich mal von unten nach oben holen. Und dann haben wir hier die Berserker-Äxte. Die mache ich mal hier hin. 7. Und außerdem Nidhögg und das große Schwert. 6. Und 7. Oh, ja. Alter, das Ding sieht ja geil aus, vor allem mit diesem Ring da. Vor allem, ich fand es auch cool, diesen Speer, den Splitten hier, den kann man wohl werfen. Das ist ja übel geil. Also man kann den so schmeißen und dann steckt der so im Boden und dann kannst du hinlaufen und dann hast du den wieder im Inventar. Ist doch voll was für Raymond, oder? Finde ich voll nice. So, aber das hätten wir. Und die beiden Schilde, die schmeiße ich mal hier unten hin, weil die müssen wir noch upgraden. Ich schau mal kurz, was wir dafür brauchen. Flammkern. Ach, wir brauchen Ascheholz. Stimmt. Ja. Dann schmeiße ich die Schilde mal kurz hier hin. Hä, das sieht ja voll geil aus. Da werden sie auf jeden Fall auch nicht despawnen. Und ich bring mal kurz den Rest weg. Edelholz. So. Und natürlich die Nägel hier rein. Dann holen wir unser Essen und die ganzen anderen Stuff wieder zurück. Ja, doch, ist richtig. So und so. Und natürlich die Sachen hier. Dann ziehen wir den an. Packen unsere Krone weg. So. Und nehmen außerdem das alles hier. Warte mal. Jetzt, wo wir hier gerade umsortiert haben, mache ich mal so. Und so. Den nehme ich mit nach oben. Stopp. Den muss ich noch upgraden, oder? Aber dafür brauche ich bestimmt auch wieder... Was haben wir denn? Ja, dafür brauche ich auch wieder Ascheholz. Ich merke schon. Eine der To-Dos übrigens war auch Halle des Bergkönigs. Für Ascheholz. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Halle des Bergkönigs, weil ich spiele immer so viel. Und sind dann halt immer nur ein paar Sekunden, ne? Ist glaube ich, schon klar. Das ist für mich deutlich höherer Aufwand. Hm. Aber andererseits brauchen wir es nun mal. Hä? Achso, jetzt geht's. Und rein damit. Halt. So. So und so. Das Eisen übrigens können wir dann auch hier mal mit reinpacken wieder. So.
Und theoretisch habe ich mir auch aufgeschrieben, dass wir die Sachen upgraden müssen. Ne? Die Dingensachen von der Schwarzschmiede. Aber mir ist da aufgefallen, das sind gar nicht so viele Sachen. Womit fangen wir denn mal an? Weil es ist eigentlich nur das. Ne? Weil die, da gab es die Schwarzschmiede ja noch nicht. Das ist noch alles von der normalen Schmiede. Aber das hier, nur das hier, ist von der Schwarzschmiede. Und das können wir jetzt alles zweimal upgraden. Wollen wir mal gucken, was das kostet. Ich gucke erstmal vorsichtig bei der Rüstung. Ich habe schon ein bisschen Angst, was da jetzt für Kosten auf uns zukommen werden. Eiter, Chitinpanzer. Ja, das geht ja. Mal. Ja, wobei Eiter natürlich teuer ist, aber Chitin. Nehme ich mal ordentlich mit. Weil, wie es aussieht, brauchen wir davon auch ordentlich. Und. Hä? Ach, hier bei Schuppen. Ich dachte mir gerade schon, wo ist unser Stuff? So. Müsste theoretisch ja klappen. Gut möglich, dass es unser Inventar voll ist und er deswegen sagt, wir können es nicht craften. Warte, ich schau mal. Aufwerten natürlich. Ah, doch, geht. Nummer 1. Ach, nur einmal. Hö, wir haben es doch aber zweimal geupgradet. Weil Stufe 4 das höchste ist. Okay, dann geht's ja von den Ressourcen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Das hätten wir schon mal. Dann den Federumhang. Wollen wir den auch upgraden? Müssen wir eigentlich, ne? Aber andererseits... Das kostet 9 Eiter. Und es bringt nichts außer eine Rüstung. Ich scheiß drauf. Sorry. Aber ich, das ist doch bescheuert. Die hier aufzuwerten bringt ja gar nichts. Wenn ich das hier wegschmeiße, sind wir dann nicht mehr überladen. Doch sind wir. Gut. Ich schleppe mich mal kurz rüber zur Chitinkiste. Da sind wir nicht mehr überladen. Und ich bringe den Rest dann auch schon mal wieder rein. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass wir hier mal jetzt ein bisschen craften. Aber ich habe auch einen Kommentar gesehen, der sich beschwert hat, dass wir es nie machen. Also, ich mache nur, wie ihr mir sagt. Nein, eigentlich mache ich, wie ich will. Aber ihr versteht schon. Ich bringe mal die Sachen wieder an. So... So und so. Und zwar hier. 1, 2, 3, 4. Stimmt, die Sachen müssen auch noch abgegradet werden. Ich erinnere mich. Dafür brauchen wir sehr viel Eiter, weil der Galder-Table ist ja jetzt auch höher. Aber erstmal hier. Das und das nehme ich mal mit. Und den Schild auch. So. Und dann mal gucken, was das brauchte. Weil ich glaube, auch das war ja hier, ne? Aufwerten. Knochen, Edelholz, easy. Der ist schon Max. Und der ist auch Max. Gut. Knochen. Und Edelholz. Halt. Hier. Davon haben wir mehr als genug. Also aufwerten. Oh. 60 Knochen brauchen wir sogar. Ja, kein Problem. Ne? Dann haben wir auch mehr als genug nach oben im Lager. Also im Speicher. So, jetzt nochmal. Zack. Und es geht wahrscheinlich auch nur auf Stufe 4, ne? Und dann ist er Max. Gut. Phew. Dann kostet es ja doch alles gar nicht so viel. Ich habe schon echt gedacht, das sind deutlich höhere Kosten, die jetzt auf uns zukommen. So, Schilde und Bögen und Bogen haben wir auch schon mal. Dann können wir theoretisch auch nochmal gucken, ob wir die Waffen upgraden können. Das kostet dann wahrscheinlich sehr viel von dem neuen, von dem alten Erz, ne? 2, 3 und 1. So. Und dann nehmen wir mal. Oh ja, Krom brauchte Bronze. Das können wir knicken. Ich glaube, Krom können wir echt knicken. Aber ich nehme die trotzdem mal mit. Und die auch. Und den auch. Ich nehme einfach mal alle mit. Komm. Und was nicht abgegradet ist, schmeiße ich dann dahin, als noch nicht fertig, damit wir den Überblick behalten. So. Mal gucken. Das braucht ordentlich Eisen, Gallenbeutel und ein bisschen Eiter. Das braucht auch ordentlich Eisen. Ja, ich muss mal Eisen hochholen.
So sei es. Ich nehme sämtliches. Also Eisen haben wir ja. Gott sei Dank. Ich nehme mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keine Ahnung. Ach süß. Na! Die knuddeln schon wieder. Wie süß. Zapfi ist ja wirklich gerade zu Plusti gegangen. Bedrängt sie schon wieder, ne? Ja, Plusti haut lieber ab. Zapfi geht entnervt weg und Plusti hat wohl keine Lust auf ihn. Kann ich aber auch verstehen, wenn man so aufdringlich ist die ganze Zeit. Bin ich ehrlich. So, warte mal. Gallenbeutel, Eiter, Yggdrasilholz. Gallenbeutel. Nehme ich mal so. Eiter. Könnte knapp werden allmählich. Dann nehme ich mal einen, halt einen raus und pack den hier rein. Dann sortiert sich schneller ein. Und Yggdrasilholz. So. Und natürlich das Eisen. Kein Platz im Inventar. Gut. Aufwerten. Jotunfluch. Ah! Zack. Gut. Der ist Max. Zerstörer. Zack. Der ist auch Max. Dann der Chitinspeer. Braucht Unterkiefer und Chitinpanzer. Easy. Unterkiefer. Und Chitinpanzer. Wahrscheinlich wieder viel zu viel, ne? Warte mal. Ich glaube, ich lasse mal einen hier drin. Weil wir können sowieso, müssen es wahrscheinlich sowieso nur einmal upgraden. Oh, jetzt habe ich das Schild aufgehoben. So. So, aufwerten. Zack. Oh, den haben wir auch. Nebelbrecher. Oh, das war 15, Alter. Und 30 Eisen und 3 Schwaden. Und Chrom. 30 Bronze. Warte mal. Kriegen wir die 30 Bronze hin? Weil dafür bräuchten wir 60 Kupfer. Ich packe mal kurz Chitin weg. Das Yggdrasilholz weg. Ne, ich sortiere erstmal alles wieder ein, damit wir hier wieder ein bisschen Ordnung haben. Und Eiter, muss ich eine neue Fuhre anmachen, ne? Ah! Ja, kein Weichgewebe mehr. Ich nehme mal 15 raus. Und nehme mir außerdem hier 15 davon raus. Und packe die Monsterorgane wieder rein. Halt. So. Jo, das ist richtig. Dann gehen wir nach unten. Und schmeißen mal die Eiterproduktion an. Halt. Die Treppe bitte nehmen. Dankeschön. Dann hier rein. So. Und natürlich hier oben rein. So. Und ist das hier fertig? Jo. Dann ist es mittlerweile egal, welche ich mache. Ich schmeiß einfach mal rein. Und wir holen. Wie viel brauchten wir? 60 und 30, ne? Oh Mann. Aber es sollte reichen. Also immerhin. Können ja Gott sei Dank auch 5 Barren auf einmal machen. Bronzebarren. Und müssen die nicht alle einzeln herstellen. Ey, da hätte ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf. Aber gut. Ich gehe zur Schmiede. Hä? Oh, das ist Silber. Kein Zinn. Ich narr. Warte mal. Met. Hier rein. So, und wir sind überladen. Wahrscheinlich von den ganzen Waffen und den ganzen Stuff. Wobei, wenn ich die hier wegschmeiße, sind wir ja wahrscheinlich immer noch überladen. Ich schmeiß mal die hier alle weg. Der war fertig, der. Das sind meine Stäbe, die nehme ich gleich wieder auf. Wir sind immer noch überladen. Na komm. Ich schlepp mich runter, schmeiße die weg. Und ich habe Silber mit. Haben wir denn genug Zinn? Ach, hier ist doch Zinn, ich Idiot. Ups. Ja, gut. Also ist natürlich nicht so smart. Und ja, da bringe ich das Silber mal kurz wieder runter. Sorry, habe ich mich gerade verguckt. Weil die Barren sind doch nebeneinander. Keine Ahnung. Aber ist natürlich auch gemein, wenn das so hell ist.
So. Hä? Davon sind wir überladen? 420, davon aber nicht. Das wiegt weniger. Ich dachte mir, die Barren wiegen alle gleich viel. Interessant. Gut zu wissen. Gut, Kupfer. Und dann stellen wir fix Bronze her. Hier. So. Wir brauchten ja 30, ne? Und 45 Eisen, glaube ich. Aber Eisen haben wir ja. Ne? Vor allem, nachdem wir jetzt unsere kompletten Gitter ersetzt haben. Mit diesem Holz. Da kam ja doch nochmal eine ganze Menge mehr Eisen bei raus. Und brauchten wir noch was? Ja, ne? Ja, Schuppenhaut. Na klar. Gut. Die haben wir hier. Und wir müssen es ja Gott sei Dank nur noch einmal upgraden. Und dann ist Chrom ja auch auf Max. Ich dachte schon, wir müssen das alles noch zweimal machen. Halt, nicht herstellen. Aufwerten. Zack. So, und dann ist auch der auf Stufe 4. Perfekt. Dann schmeiße ich den dazu. Den Chitinspeer haben wir auch, ne? Oder was? Oder wie? Warum habe ich den noch im Inventar? Ach, Nebelbrecher fehlte noch. Hm. Gut. Für Nebelbrecher brauchen wir kein Eisen, glaube ich. Warte mal, ich gucke nochmal nach. Doch, 30 Eisen. Dann kann ich 15 Eisen schon mal runterbringen. Außerdem die Schuppen hier rein. Und dann hole ich auch das Eiter von unten. Ich glaube, das sollte mittlerweile genug sein. Also auch wenn es noch nicht ganz durchgelaufen ist, sollte es reichen. So, perfekt. Genau abgezählt. Und gib mal das Eiter, was du bisher schon hergestellt hast, bitte. 6. Ich glaube, das reicht mit den oberen. Mit dem, was wir da oben haben. Wir brauchen außerdem noch 3 Schwaden, glaube ich. Ich nehme einfach mal alles mit. Und einen Stack Schwaden, warum nicht? Und natürlich das Eisen. Zack. Aufwerten. Nebelbrecher. Sehr gut. Ist der auch auf Stufe 4? Dann können wir die Magie-Sachen wieder reintun. Halt. Den hierhin. Eiter hierhin. So. Und wir brauchen dringend Weichgewebe, ne? Oh Mann. Und Flammenkern brauchen wir gar nicht mehr. So dringend. Aber gut. Hm. Ich nehme mal die Sachen wieder auf. Stab des Eises. Stab der Glut. Stab der Wildnis. Stab des Schutzes. Und den Rest nehme ich so auf. Hä? Hier sind nochmal 15 Eisen. Oh. Ich glaube, das sind die, die ich nicht weggebracht hatte. Oder? Keine Ahnung. Ich packe sie mal hier rein. Gut. Oh, der ist tatsächlich durchgelaufen. Ne, doch nicht. Ich glaube, der produziert noch. Wie auch immer. Ich gehe jetzt mal nach oben. Es wird gerade dunkel. Perfekt. Dann können wir gleich auf Askwin-Jagd gehen. Aber erstmal bringe ich die Sachen oben hin. Alles, was wir abgegradet haben. Das haben wir dann schon mal durch. Das ist natürlich erfreulich. Und zwar hier machen wir... Wie war das denn nochmal sortiert? Jotunfluch hier, ne? Den haben wir auf jeden Fall in der Mitte. Das Schwert war hier, das weiß ich noch. Und der Speer hier. Das heißt ja, das letzte, und zwar Chrom, müsste dann hier sein. So. Ne? So hatte ich es doch immer, oder? Nö. Nö. Schwert, also Chrom und Jotunfluch müssen getauscht werden. 1 und 2. So ist besser. Ja, dann sind auch die mit Animation sind jetzt in den mittleren. Der große ist in der Mitte und Schwerter sind außen. Die länglichen sind außen. Ah, Nacht. Food rein. Stäbe nach oben. Energieschild. Da noch. Flussier ist auch ein Energieschild, sehr gut. So, und außerdem nehmen wir uns den hier mit. Packen den auf die 5. Ach, scheiße. Ich wollte was vorbereiten. Ich beeile mich. Ich beeile mich. Keine Zeit vertrödeln. Ich gehe mal kurz nach unten. Hole 2 Eisenbarren.
Hätte ich jetzt auch aus meiner anderen Kiste nehmen können. Ich mache das aber trotzdem mal hier. Zwei Eisen. Schnell nach oben. 20 Holz. So. 20. So, das hier hin. Und Stein. Ein Stack. Sollte reichen. Warte mal, ich nehme mal doch, wenn es geht, zwei mit. Geht auch. Sehr gut. Jetzt aber los. Dann mache ich den Hammer nach oben. Den hier hin. Ja, nee, brauche ich. Ich mache den hier hin. So. Gut. Und nichts wie hin.